Guten Morgen hier aus Saarbrücken vom Nationalen IT-Gipfel. Wir sind in einer Nebenveranstaltung und wollen Medienimpulse geben aus Saarbrücken. Heute haben wir hier zwei Psychologen, Medienpsychologen. Und zwar ist da zum einen Herr Professor Frank Schwab von der Uni Würzburg, zum anderen Dr. Astrid Karolus, auch von der Uni Würzburg. Was viele Menschen interessiert, was macht das Internet und die Digitalisierung eigentlich mit uns und vor allem mit unseren Kindern? Ist denn für Kinder das Internet, die Digitalisierung Segen oder Fluch? Großes Thema. Großes Thema. Ja vielleicht mal anfangen. Fang du doch mal an, du hast ja eine Kompetenz. Als Vater davon betroffen bin. Also ich habe einen 16 Monate alten Sohn und einen 5 Jahre alten Sohn. Die benutzen beide Tablets und dürfen auch relativ offen sich im Internet herumtreiben. Wobei man sagen muss, es ist überwiegend die Tablet-Nutzung, weil diese Geräte einfach ihren Bedürfnissen entgegenkommen. Und man stürzt da natürlich unheimlich auf Widersprüche, Kritik und ist das nicht gefährlich oder passiert was Schlimmes. Also es ist noch nichts Schlimmes passiert. Ich frage dann immer, wie ist das mit Bilderbüchern? Dürfen ihre Kinder Bilderbücher gucken? Und haben Sie auch diese schlimmen Bilderbücher, wo dann, wenn man sie aufklappt, so Sachen hochkommen, so 3D? Und da wird teilweise einfach, weil es digital und elektronisch ist, wird da etwas hineingeheimnisst, was allein, weil es ein Bildschirmmedium ist, ich sage nur Kollege Spitzer, ne, der da sehr prominent diese Position vertritt, dämonisiert wird. Wenn wir uns die Forschung anschauen, dann finden wir da nicht einen Zustand, wo man sagt, das ist alles ganz furchtbar, sondern man muss dann differenzieren. Es gibt gute und schlechte Angebote und gute und schlechte Inhalte und das ist keineswegs so, ne, dass das immer Fluch ist. Ne? Es kann Fluch oder Segen sein, es kommt auf den Inhalt an. Aber es gibt auch sehr viele Eltern, die Angst haben, dass unsicher sind auch, dass sie sagen, wenn meine Kinder sehr früh auf dieses Internet losgelassen werden, was macht das mit ja. meinen Kindern? Also sind Sie jetzt, raten Sie da jetzt zur kompletten Sorglosigkeit, dass Sie sagen, lass sie nur machen? Das Internet ist auch nichts anderes als die digitale Form eines Bilderbuchs mit 3D? Ja. Nein, also zum einen der erste Teil Ihrer Frage, ja, die Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen, Menschen, die mit Kindern zu tun haben, ob privat oder beruflich, sind in Sorge. Und das ist auch gut. Ist erstmal grundsätzlich gut, dass Eltern sich Sorgen um ihre Kinder machen und dass alles, was um sie herum passiert, sie schauen, ob es für die Kinder gut ist. Und jetzt müssen wir nur eine Sache uns kurz angucken. Das Internet und die Technologien drumherum sind recht neu. Das heißt, Eltern von heute kennen das ja aus ihrer Kindheit gar nicht. Selbst ich kenne ja aus meiner Kindheit, bei uns war Fernsehen das große Thema. Und ganz ehrlich, der große Streitpunkt auch. Ne? Ja. Also wir können eigentlich alles, was wir heute haben, fast alles. Können wir mal Internet rausstreichen, Smartphone rausstreichen, immer Fernsehen draufsetzen. Bei meinem Bruder und mir war das immer, wir wollten immer Fernsehen gucken und zwar alles, war auch egal was. Und meine Eltern wollten immer, dass wir kein Fernsehen gucken und zwar am besten gar nichts. Und das war das Spannungsfeld. Und das haben wir heute grundsätzlich erstmal wieder abgebildet. Nun gibt es ein paar Unterschiede. Das Internet ist ein anderes Medium. Kinder sind da aktiv, können aktiv auf alle erdenklichen Inhalte dieser Erde gelangen. Und das, die sicher nicht alle geeignet sind, für sicher, Kinder auch nicht für Erwachsene genau. geeignet. Und wunderbar sind, also man hat noch nie die Möglichkeit praktisch zu Hause in die gesamte Weltbibliothek zu gelangen. Mit einem Mausklick oder mit einem Fingerklick hat man das Wissen der Welt praktisch auf so einem Gerät. Also wenn man es jemand vor 50 Jahren gesagt hätte, dann gesagt, boah, ne? Also ja. Die Bibliothek von Alexandria oder also der hätte die wären ja ausgeflippt vor Freude, ne? Jetzt haben wir das und jetzt ist sie irgendwie böse. Aber wir haben ja nicht nur die Bibliothek von Alexandria Nein. drin, sondern wir haben auch die Enthauptungen der Ach so. IS drin und ja. so weiter. Ja, genau. Also tatsächlich, wenn wir nochmal ganz kurz versuchen zu sortieren, dann haben wir im Moment eine Situation. Eltern und Lehrer und ältere Menschen sind in Sorge. Das ist erstmal okay. Die sind immer in Sorge, wenn sich was verändert, gell? Veränderungen, das sind nicht so unsere Stärken als Mensch. Wir haben gerne, dass es so immer so schön ist wie früher. Und die Diskussion, die wir jetzt in Familien haben, hatten wir, wie gesagt, in meiner Kindheit in den 80er, 90ern ging es rund ums Fernsehen. Und in den Kindheiten davor ging es um was anderes. Also das ist erstmal soweit so klar. Was haben wir für einen Unterschied? Der Jugendschutz war im Fernsehen oder ist im Fernsehen immer noch deutlich strenger als im Internet. Also sagen wir mal kurz gesagt, im Internet gibt's fast gar keinen Jugendschutz. Das heißt also, wenn wir früher, mein Bruder und ich, samstags morgens gerne mal Fernsehen gucken wollten, dann war für meine Eltern zumindest abschätzbar, was da so kommt und was definitiv, sie haben die Stichworte genannt, Gewalt, pornografischer Inhalt,
definitiv nicht im deutschen Fernsehen. Das heißt, dadurch, dass das im Internet weggefallen ist, ist da eine Situation der Zugänglichkeit. Also Kinder können das finden, einen Klick weg, sowohl die Bibliothek als auch das Enthauptungsvideo, einen Klick weg. Kinder haben ihr eigenes Smartphone, die Zahlen zeigen uns, immer mehr Kinder haben ihr eigenes Smartphone. Damit kann man auch ins Internet gehen, auch wenn man vielleicht keinen, man loggt sich einfach in öffentliches WLAN ein und fertig ist das. Und es kostet nichts. Also das heißt, wir haben eine Situation, dass jeder Inhalt nur einen Klick weg ist, im Guten wie im Schlechten. Und wir haben die Situation, dass Kinder auf jeden Fall ins Gute und ins Schlechte gehen werden. Natürlich interessieren die sich für diese Sachen. Natürlich interessieren die sich, das ist erstmal irgendwie schlimm, interessieren sich für Pornografie. Damit muss man als Elternteil auch erstmal klarkommen. Aber sie werden da draufklicken. Es ist einfach wahnsinnig naheliegend. Und wir müssen uns jetzt überlegen, wie wollen wir damit umgehen? Welche Kinder wollen wir in welchem Alter vielleicht noch fernhalten vom Internet? Wann wollen wir Kinder erlauben, alleine da unterwegs zu sein? Muss das Kind einige Fähigkeiten mitbringen? Und dann können wir uns drittens auch noch fragen, wie wollen wir uns als Eltern eigentlich verhalten? Wo wollen wir eigentlich Vorbild sein, ob als Eltern oder als Lehrer? Da kann man sich natürlich auch die Studien dazu anschauen. Da gibt es ja schon einiges. Und da würde ich mal davon ausgehen, dass die meisten Eltern eine deutlich schrecklichere Vorstellung haben, was da passiert, als das, was wir in den Studien finden. Die Kinder kommen da nicht häufig durch Zufall hin. Das gibt es, aber es ist selten. Wenn, dann wird das systematisch gesucht. Das findet in einem anderen Alter statt, als die Eltern vermuten, dass es stattfinden könnte. Ne? Und es hat auch nicht diese Auswirkung, Pornografisierung oder Generation Porno. Wenn wir uns anschauen, wie die Werte und Moral der Jugendlichen heute aussehen, dann ist ja fast schon langweilig im Vergleich zu den 68ern. Ne? Die sind ja brav und wollen heiraten. Die wollen auch nicht irgendwie ne, so ja, Dinge klar, machen. Unsere Kinder sind spießiger. Die sind total 70er Kinder. Ja, das ist ne? So. Und man würde ja sagen, die scheinen sich da einig zu sein. Ich bin raus aus der Diskussion. Aufgrund der Internetnutzung würde man vermuten, Sodom und Gomorra, das findet aber überhaupt gar nicht statt, ne? Sondern genau das Gegenteil findet eher statt. Also da würde ich sagen, ne? Klar, kann man sich Sorgen machen, es ist immer gut, sich zu kümmern, aber entspannt. Also man muss nicht Panik schüren, man muss nicht loslaufen wie Herr Spitzer und sagen, alle Bildschirmmedien sind schlecht, ja, die Gehirne werden zugrunde gehen, ne? Wir werden eine Gesellschaft des Untergangs laufen, das finde ich total übertrieben. Ich muss sagen, das hat Vorteile, das hat Nachteile, das kann man sich anschauen. Dazu gibt es wunderbare Studien, die zeigen, es gibt einige Vorteile, die sind gerade nicht gerade wenige, ne? Es gibt auch Nachteile, damit kann man dann umgehen, informiert und einigermaßen gelassen. Also die Herausforderung für uns wird in der Tat sein, wenn man über Chancen und Risiken spricht, zu sagen, und das wissen wir aus der Forschung, es gibt Chancen und es gibt Risiken. Und damit müssen wir jetzt umgehen. Die Idee, die, wenn Spitze angesprochen wird, die manchmal so in bildungsnahen, traditionelleren Gruppen diskutiert wird, Kinder davon ganz fernzuhalten, da ist die Frage, bis zu welchem Alter denn bitte? Wenn ein Kind, also zuletzt wurde diskutiert 16, das Kind darf mit 16 zum ersten Mal ins Bildschirmmedium. Ich meine, das ist einfach derart weltfremd, das wird nicht funktionieren. Das wird einfach nicht funktionieren. Und, weil das Kind wird dann zum Freund gehen und dann da. Surfen. Das war doch bei uns früher auch so, mit dem Fernseher. Gemacht, ne? Ja, klar. Also wenn ich zu Hause Fernsehen verbiete, ist das umso interessanter. Das wahnsinnig interessant. Und ab einem gewissen Alter ja. Müssen sich Kinder ja auch von der Familie lösen und eine eigene Persönlichkeit entwickeln. Wird man sicher, ne? Wenn der immer noch mit 30 zu Hause ist, hat man ein Problem. Also sollten die das ja irgendwie hinkriegen, auch Medienkompetenz zu nutzen. Und das geht halt irgendwo, ich sag jetzt mal, bei 12 Jahren geht das los, dass sie zunehmend eigenständiger werden und sich auch ihre eigenen Medienwelt zusammenstellen. Und das machen die gar nicht so schlecht, wie die Eltern das immer glauben. Also die Jugend hat immer den Vorwurf, auszuhalten, dass sie irgendwie schrecklich wäre und die Älteren haben immer die Vorstellung, ne, das wird schlimm enden und das haben wir auch in der Medienwelt und da sollte man kompetent Wissenschaft konsultieren, Statistiken lesen und dann sieht man das alles ein bisschen relativierter. Und uns eins vor Augen führen, die Jugend ist bei der, das läuft immer so, es kommt eine neue technische Entwicklung und die Jugend so, ja, eine neue technische Entwicklung und die Alten so, oh oh, eine neue technische Entwicklung, das könnte der Untergang der Gesellschaft sein. Wir haben das bei Facebook diskutiert, wir im Moment, was haben wir, haben Snapchat, versteht kein Mensch mehr über 18, ist schon wieder ganz schwierig alles. Also das heißt, da kritisieren auch Leute, die eigentlich gar nicht genau wissen, was es ist. Und das wird immer so sein, wenn wir zurückgucken, 68er. Nicht zuletzt, deshalb kritisieren sie es, ne? Sie kritisieren weil sie es nicht so genau wissen. Und also meine Mutter erzählt mir, dass sie Katharina Valente gehört hat okay. Und dass ihre Mutter dann gesagt hat, mach die Urwaldmusik absolut. Aus. Katharina Valente. Katharina Valente. Und das wir natürlich dann schon wir können das über superspießig sehen. Ja gut, ich bin da schon wieder raus. Aber ich finde Katharina Valente
die kann was. Super. Ja. Aber wir können das noch eine Nummer weiter drehen, als das Buch populärer wurde, der Buchdruck, und überlegt wurde, Frauen das Lesen zu verbieten, weil sie es psychisch einfach nicht aushalten. Wenn sie da so sitzen allein und dann gehen so die Gedanken los, dann brechen die Frauen weg. Da kann man drüber streiten. Faktisch zeigt die Geschichte, also wir haben es alle überlebt, dieses Buch. Und heute hat sich sogar gedreht. Das heißt, heute das gleiche Medium für Frauen, aber auch für Männer, für Jungen und Mädchen generell, ist das Medium, was man bitte lesen soll. Das ist das gute Medium. Auf Papier ist das Gute. Der gleiche Inhalt auf einem Bildschirm ist das Schlechte. Und das ist natürlich für uns aus wissenschaftlicher Perspektive, wir haben Verständnis für Ängste, wir haben Verständnis für Sorgen, wir würden immer sagen, okay, lass uns mal in die Forschungslage gucken und das sieht im Moment, können wir nochmal durchatmen. Stichwort Forschungslage. Sie sagen also, in den seriösen Untersuchungen gibt es keine Belege dafür, dass eine frühe Digitalnutzung Kindern schadet. Ja. Also Herr Spitzer trägt ja immer ganz gern Forschungsdinge zusammen und macht das dann so, dass er sagt, okay, das sind die Studien, ich lese jetzt mal die, die zeigen, dass das schwierig ist. Und die legt er dann in seinen Büchern da. Ein Kollege von uns hat eine Meta-Analyse gemacht. Das ist eine Analyse über eine Analyse. Also wenn Sie sagen, nach einem Regelwerk, ne, Objektivität und ne, alles gleich behandeln, diese Studien alle nehmen, systematisch, und die dann untersuchen, dann finden Sie die Effekte, die Herr Spitzer demonstriert, nicht in dieser Form. Die sind viel, viel, viel schwächer und reduzierter. Und so muss man da vorgehen. Man schaut sich diese Sachen an, ja, guckt, hält das, trägt das, ne? Und man muss auch sagen, die meisten Studien, die derzeit haben, sind kurzfristige Effekte. Da wird jemand in so ein Neurogerät hineingeschoben. Ach, guck mal, kurz nachdem der was gelesen hat, ne, verändern sich bestimmte Hirnareale. Würde man eine halbe Stunde, zwei Tage später gucken, wäre wahrscheinlich überhaupt nichts mehr da. Also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig, von so kurzfristigen Effektstudien dann zu verallgemeinern, dass das auch wirklich trägt und zu einer maßgeblichen Veränderung beitragen kann. Also wir haben die Situation, wenn wir jetzt mal überlegen, was können wir denn sagen über eine Generation, die am Bildschirm, am Tablet, am Smartphone aufwächst? Gar nichts, weil die sind ja noch viel zu klein, als dass wir jetzt irgendwas sagen können. Wir würden sagen, naja, aller Wahrscheinlichkeit nach, ich zum Beispiel habe im Rahmen meiner Möglichkeiten, das überlebt mit dem Fernsehen in meiner Kindheit. Die Generation, wir alle. Ja, genau. Ach ja. Die Generation weit vor Ihnen hat das überlebt mit Radio, mit Büchern, mit Medien dieser Art. Das heißt also, wir würden erstmal sagen, naja, aller Wahrscheinlichkeit nach so. Also das ist erstmal Punkt 1. Wir würden sagen, wir brauchen Längsschnittstudien. Das haben wir nicht. Wir können noch nichts darüber sagen, weil die Kinder einfach noch zu jung sind, um jetzt wirklich zu sagen, wo es entwicklungspsychologisch endet. Ein zweiter Punkt, der total wichtig ist, wir haben eine Situation, jetzt habe ich meinen zweiten Punkt vergessen. Das ist verblüffend. Zweiten Punkt vergessen. Dann greife ich mal rein. Ja. Also als Wissenschaftler sagen Sie, erstens mal ist es kein Grund zum Alarmismus. Zweitens, wir müssen uns das alles mal in Ruhe und langfristig anschauen. Was sagen Sie denn, wenn Eltern Sie fragen? Also was sind Ihre konkreten Ratschläge an Eltern, die sagen, was mache ich jetzt mit meinen Kindern, die so viel Tablet nutzen wollen und ich habe ein schlaues Gefühl dabei? Was raten Sie? Also nächstes Mal hängt das vom Kind ab. Kinder sind sehr unterschiedlich. Auch die Eltern passen ja oft zu den Kindern, sind auch sehr unterschiedlich. Mhm. Also man kann nicht eine Regel für alle machen. Der nächste Punkt ist, Kinder sind unterschiedlich alt. Kind ist nicht gleich Kind. Und von daher muss man sagen, über welches Kind reden wir jetzt? Welches Alter haben wir da, über das wir uns auseinandersetzen? Und was kann man dann tun? Also ich würde da sagen, ne, natürlich macht es eventuell Sinn zu sagen, der muss nicht den ganzen Tag an diesem Tablet rumdatteln. Der sollte auch mal was anders tun, ne, als nur das. Ja. Ne? Ja. Und man muss sich auch überlegen, kann ich da als Elternteil mit dazu? Das ist ja oft ein nicht gerade schlechter Ratschlag, zu sagen, Medien gemeinsam nutzen, mit dem Kind das Medium kennenlernen. Das wäre ein weiterer Punkt. Und dann muss ich gucken, wie ist mein Kind denn in der Entwicklung? Wo hole ich das ab? Was kann ich dem zumuten? Was nicht? Und ganz wichtig, Anschlusskommunikation. Danach mit dem Kind darüber reden und sagen, ne, wie war das für dich? Jetzt hast du das gesehen bei Logo, in den Nachrichten. Ne? Wie ist das für dich gewesen? Was man da relativieren sagen muss, ne, ich habe das früher auch immer empfohlen, Achtung, die Eltern sind dann nicht immer besonders gut. Also einige Eltern meinen, sie müssten sich kümmern sich und machen das in einer Form, dass es eher schadet, als zuträglich ist. Also die Vorstellung, dass jede elterliche Intervention beim Medienkonsum auch immer von, ne, Glückseligkeit dann als Resultat davon trägt, ist auch zweifelhaft. Ist ja auch klar, ne, wenn man sich überlegt, was will man denn einem Kind sagen? Sie haben das Stichwort
Islamistischer Terror genannt. Was will man denn dem Kind sagen? Wir selber sind ja verunsichert, wir haben ja selber Angst. Und dann ist es natürlich ganz schön schwierig, dem Kind einerseits etwas zu erklären, andererseits Sicherheit zu geben. Also es ist eine Herausforderung, die man gar nicht mal so eben hinbekommt. Ich habe ja Zeit gehabt nachzudenken, mir ist jetzt mein Punkt wieder eingefallen und erstaunlicherweise passt er jetzt immer noch ganz gut. Was wir wissen, stellen Sie sich mal vor, Sie haben so eine Torte. Und die Torte bildet die Einflüsse auf Kinder und auf Menschen so ab. Dann zeigt die Forschung, wir haben ja jetzt wirklich Forschung seit Anfang des Radios, kann man sagen. Vielleicht irgendwie seit knapp 100 Jahren in so einer medienpsychologischen Richtung. Und da gibt's immer Effekte. Also es gibt immer wieder Studien und die werden zum Teil aus dem Hut gezaubert. Die sagen, guck mal, das hat einen Effekt auf Lesefähigkeiten. Guck mal, das hat einen Effekt auf, wenn wir die Studien, was Herr Schwab skizziert hat, versuchen mal alle zusammen zu betrachten und sagen, was bleibt denn unterm Strich, dann können wir sagen, auf einen Menschen, auf die menschliche Entwicklung hat ganz schön viel Einfluss. Wir denken uns so eine Torte und wenn man so ein kleines Stück rausschneidet, 10% ungefähr, das ist der Einfluss von Medien. Also im Extremfall kann das einen Einfluss haben, aber wir vergessen in der Diskussion, da sind noch 90% von der Torte, da ist sowas wie, wo kommt das Kind her, auf welche Schule geht das, mit welchen Menschen hat es zu tun, wie ist es ausgestattet, also so allerlei. Und da machen wir es uns natürlich manchmal wahnsinnig leicht, dass wir sagen, es gab einen schlimmen Vorfall, beispielsweise einen Amoklauf an der Schule, der Junge hat ein Computerspiel gespielt, wir müssen das Computerspiel verbieten. Wir vergessen die anderen 90%. Ja, klar, man muss über diese Sachen reden. 10% sind 10%. Aber es ist so wahnsinnig leicht, sich darauf zu stürzen und zu sagen, okay, wir reden nicht über eine Bildungssituation, über Chancengleichheit, über unsere Gesellschaft. Das blenden wir lieber mal aus, ein bisschen komplizierter. Ja, kostet alles sehr viel Geld. Kostet sehr viel Geld, als zu sagen, lass uns doch die Computerspiele verbieten. Oder lass uns doch einfach mal, alle Kinder sind internetsüchtig. Also wo man dann einfach sich das auch ein bisschen leicht macht, ehrlich gesagt. Und da sind wir dann, ne, irgendwie, wir bringen dann nicht so die ganz leichten Antworten und sagen, mach doch so. Also einfach ist es nun mal nicht. Aber wir können zumindest darauf hinweisen, wie es sich für uns darstellt. Gut, dann bedanke ich mich und fasse zusammen. Sie sagen insgesamt den Eltern, macht euch nicht verrückt. Folgt ein bisschen eurem eigenen Menschenverstand. Setzt euch vielleicht mal zu euren Kindern dazu. Schaut mal, was sie spielen. Tut euch vielleicht auch mal ein Computerspiel an, was ihr sonst nicht spielen würdet. Also insgesamt keep cool and stay cool and keep on surfing. Eventuell, ja. Gut, Dankeschön.